Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, dem heutigen Video möchte ich euch mal den Afterpatch vom K2K Merch Glitch zeigen. Ja, leider ist der Glitch auch nicht so. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall Hilfe von einem Freund. Ebenso benötigt ihr eine Yacht, Zugang zum LSK Meet. Dann benötigt ihr halt noch das Auto, von dem ihr die Settings übertragen wollt. Und das Auto, was ihr euch dann merchen wollt. Ja, ebenso benötigt ihr dann noch einen Spieler, der sich in einem anderen Zielmodus befindet und in einem Job für einen Titan drin ist. Wenn ihr jetzt keinen weiteren Freund habt, dann könnt ihr auch einfach den Bot benutzen. Für die PlayStation 4 ist das der Anavac 2P4 und für die PlayStation 5 ist das der Bot Anavac 1P5. Ja, der Glitch funktioniert leider auch nur für die PlayStation 4 und für die PlayStation 5. Das heißt, für die Xbox und für die PC-Leute funktioniert es leider nicht. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr dann soweit alles habt, dann lasst uns auch schon direkt losstarten. Wir begeben uns zunächst einmal zur Arena. Unser Freund begibt sich in der Zeit schon mal zum LSK-Meet. Wir begeben uns zur Arena, gehen einmal zu dem Ticketschalter, drücken Steuerkreuz nach rechts. So, in diesem Menü bleiben wir jetzt drin. Und zwar suchen wir uns jetzt schon mal den Freund raus, der sich im anderen Zielmodus befindet. Ich benutze einfach den Bot Anavac 2P4. Wie gesagt, für die PlayStation 4 Anavac 2P4, für die PlayStation 5 Anavac 1P5. Dann einfach der Sitzung beitreten. Unten rechts werdet ihr jetzt gleich die Meldung bekommen, dass die Details der GTA Online-Sitzung abgerufen werden. So wie es bei mir jetzt der Fall ist, auf jeden Fall perfekt. Jetzt warten wir, bis die Meldung kommt. Sobald die Meldung jetzt gekommen ist, drücken wir dreimal die X-Taste ganz schnell. Wir drücken einfach dreimal X. Wunderbar, ist auf jeden Fall perfekt. In dieser Meldung bleiben wir 3 Sekunden drin. Drücken dann nochmal X. Dann werden wir wieder vor der Arena spawnen. Und unten links ist jetzt auch nun die Minimap verschwunden. Wenn die Minimap verschwunden ist, dann wisst ihr auf jeden Fall auch, dass ihr verglitscht seid. Ihr könnt auch mal versuchen, die Optionstaste zu drücken. Das funktioniert nämlich dann auch nicht. So, unser Freund lädt uns dann ins LSK-Meet ein. Dort angekommen, registrieren wir uns einmal als CEO. Als nächstes einmal unser persönliches Fahrzeug anfordern, also das Fahrzeug, von dem wir die Settings übertragen wollen. Das Fahrzeug fordern wir uns jetzt einfach an. Unser Freund schickt uns dann jetzt eine Sprint-Einladung. Wir öffnen einmal das Handy, nehmen die Einladung einmal an. So, dann wird jetzt unten rechts die Zeit ablaufen. Die Zeit, die lassen wir dann ganz normal ablaufen. So, ist der Job dann gestartet, begeben wir uns jetzt einfach zum LS Customs. So, kurz bevor wir in LS Customs reinfahren, einmal den CEO-Buzzard anfordern. Wir begeben uns dann einfach ins LS Customs rein. Wir drücken nun einmal auf Kreis, halten jetzt die Dreiecktaste gedrückt, um zu respawnen. Dann werden wir einen unendlichen Blackscreen bekommen, ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes drücken wir jetzt wieder die Doppel-PSN-Taste, joinen dann wieder den Bot oder dem Spieler im anderen Zielmodus, warten wieder, bis die Details der GTA Online-Sitzung abgerufen werden. Die erste Meldung, die jetzt kommt, die nehmen wir an, die zweite Meldung lehnen wir ab und die dritte Meldung auch ganz normal akzeptieren. Dann werden wir jetzt ohne Auto im LS Custom spawnen. Ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes begeben wir uns zu unserem CEO Buzzard. So, wir steigen dann einmal ein, rufen dann unseren Kapitän an übers Handy. So, jetzt müssen wir ein bisschen rumfliegen und dann immer mal auf Respawn drücken. Nach einer Zeit wird es funktionieren. Manchmal klappt es schon nach 10 Sekunden, manchmal auch erst nach 20 oder nach 30 Sekunden. Einfach mal immer die ganze Zeit auf Respawn drücken. So, dann werden wir nämlich unter die Brücke wieder geportet, ist auf jeden Fall perfekt. So, wurden wir dann unter die Brücke geportet, begeben wir uns einfach zu unserer Yacht. So, wir fliegen über unsere Yacht rüber, gehen dann einfach auf mit dem Cursor auf persönliches Fahrzeug anfordern, drücken auf X, suchen uns jetzt das Auto aus, was wir uns merchen wollen. In meinem Fall nehme ich einfach jetzt hier ein Elegy aus der Basis, einfach auf X drücken. Dann können wir mal auf der Karte gucken. Wunderbar, das Fahrzeug, das wurde geliefert. Sobald das Fahrzeug geliefert wurde, halten wir einfach wieder Dreieck gedrückt, um zu respawnen. Und wenn wir jetzt dann wieder respawnen, werden wir jetzt in dem neuen gemergten Auto spawnen. Und ja, das war es auf jeden Fall eigentlich auch schon. Als nächstes kann dann unser Freund die Sitzung einfach verlassen.
Wir begeben uns dann zum LS Customs, ändern einfach irgendwas an dem Fahrzeug und schon haben wir das Auto gespeichert. Und ja, jetzt können wir mal testen, ob das Auto auch jetzt wirklich uns ist. Und zwar einmal mal das Auto kurz einlagern, dann das Auto wieder neu anfordern. Und wenn das Auto jetzt geliefert wird, werdet ihr da vorne sehen, dass jetzt auch der neue gemergte LG kommt. Und ja, so könnt ihr euch jedes x-beliebige Auto mergen, was ihr haben wollt. Ja, nur leider werden halt die persönlichen Kennzeichen nicht übernommen. Aber ansonsten finde ich, ist es auf jeden Fall echt ein nicer Glitch und ja, nutzt ihn auf jeden Fall aus, solange er noch geht. Und ja, bei dem Glitch hat mir der Shadow geholfen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.